translator. I'm translating for you. You speak German? Yes. Or do you want to speak German? Or do you want to speak German? Okay. 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 Speak German? English. 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 Okay. Läuft's? Ne? Nee, läuft nicht. Okay, 5, 3, 2, 1, let's go. Okay, hallo liebe Leute, wir melden uns jetzt diesmal wieder live vom DNF Fan Day der Dutch NASCAR Fans. Ihr seht hier außenrum alles schön laut, viele Leute sind da, Wetter toll, habt ihr schon mitbekommen. Und wir haben jetzt hier Maxim Pampel. Einen Fahrer, herzlichen. Hallo. Nice. Hallo. Yes, nice to meet you too. Unsere Nina als Dolmetscherin haben wir auch dabei, weil mein Englisch nicht so gut und Maxims Deutsch ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Okay, dann mal die erste Frage. Machen wir mal so. Frag ihn doch mal bitte, Saison ist vorbei auch, was er jetzt so gemeint hat mit seiner Saison. Ist sie gut gelaufen? Ist er zufrieden? The first season is over now. What do you think? Was it good? Was it okay? Was it bad? I learned a lot, so it was new for me, the NASCAR, so I'm used to drive prototypes, so it's with a lot of downforce and late braking, and driving style is a lot different, so the NASCAR is, for me, it was a good experience. I learned a lot. I learned to drive in pack, so really close racing and good overtakes, and the balance of the car is different than other cars, so you need to adjust a lot, but I learned a lot, so at least I can say I have a nice season. Also er hatte eine schöne Saison. Mhm. Er hat sehr, sehr viel gelernt. Er kommt ursprünglich von den Prototypen und das war jetzt für ihn komplett anders. Ja, das was die Balance angeht und eigentlich alles. Ja, habe ich auch so rausgehört, dass es auch mit dem Dichtauffahren und sowas, dass es für ihn neu genau, war. Genau, das Pack Racing. Ja, klar. Also ihm gefallen hat es ihm auf jeden Fall, so wie ich es rausgehört habe. Und er wird doch sicher nächstes Jahr dann auch wieder voll am Start sein. So, what about next year? Do you want to do another year in NASCAR? Normal, yes. The plan is normal to do the second season, but it's not decided yet. So we wait and we see. I have other championships to drive, so we need to see what's the calendar of the other championships. So we're waiting for the right moment and for seeing what we will drive. Also der Plan ist auf jeden Fall, nächste Saison wieder hier zu fahren, aber es steht noch nicht hundertprozentig fest. Er fährt auch noch in anderen Serien und da muss er erstmal schon wieder die Kalender sind, ob das dann passt, zeitlich. Okay, dann drücke mir die Daumen, dass wir dich mal wieder sehen in der NASCAR Wheelen auch. Keep your fingers crossed that you will be here next year. And where's your partner? I think home. Wow, why? I think home. Normally he was coming, but I think he's home. Ah, very sad. I was... He was thinking Martin Dubek would be here because it was said so in the plan, I think. Yeah, I think also, but I think... because we met him in at Zolder at a party, you know? Yeah. Yes, and today we had the chance to make a party together, but sadly he's not here. Maybe call him. Okay, so tell him a big greeting. The party will come, I think. Okay, super. Ansonsten frage ich mal so, wie er die Idee findet jetzt von den Dutch NASCAR Fans, so eine Veranstaltung auf die Füße zu ziehen. How do you like the idea of the Dutch NASCAR fans to do something like this? It's nice. It's nice for the fans to meet the Dutch drivers, the Belgian drivers, and the other drivers in the championship. I think for the first time, it's really nice because all the cars here from the NASCAR series and from the other series. So it's good to see. It's like a community together for the people, not only the races, but besides the races, also the community to meet people and. Talk about the NASCAR. Mm-hmm. Also es ist super für die Community, dass man das halt hier macht, fürs erste Mal sowieso, dass hier die Autos sind aus der Wheelen, dass die Autos aus der LMV8 hier sind, dass die belgischen und die holländischen Fahrer hier sind, dass die Fans die auch mal kennenlernen können. Ja. Das ist ja auch unsere Einstellung hier für die Fans, gell? Alles für die Fans, damit die Fans die Fahrer auch mal richtig schön kennenlernen können und nicht bloß so irgendwo sehen. Genau. Ja. Und ja, dann machen wir zum Ende. Mal sein Siegertipp. Wer wird Champion heute Abend? What do you think? Who will win the championship in Homestead?
I don't know. I think Busch. Kyle Busch. Is that your favorite driver? Yeah, it's most popular, I think. So the eyes go to him, and maybe the other one gets by. But I think Busch. Okay. And who's your favorite driver? Busch also. But normally, I think Elliot is also a nice person. I like him. Okay. Also er denkt, dass Kyle Busch das gewinnen wird. Ja, der Kameramann freut sich gerade sehr über den. Über Chase darüber, Elliott. Dass Maxim auch Chase Elliott ganz nett findet. Okay. Gut, das war es dann eigentlich schon. Ganz spontan mal kurz Interview und wir sagen mal big thank you. Thanks a lot for your interview. Time. And have a nice time at the party thank and you. Take care. See you later. Bye.